Herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky. Wir sind beim letzten Mal in einer anderen Galaxie gelandet, nämlich in Essentam. Ja, die lustige Rüsselviecher. Und ja, dabei ist einiges kaputt gegangen, das wir jetzt erstmal wieder reparieren müssen. Beim Raumschiff weiß ich nicht, ob wir das jetzt auch... Also wir werden auf jeden Fall Multiwerkzeug und Anzug müssen wir reparieren. Beim Raumschiff bin ich mir noch nicht sicher, weil wir könnten ja eigentlich auch... Mal gucken, ob das klappt. Erstmal ein anderes Raumschiff nehmen. Außer das hier. Was wir noch gar nicht bisher benutzt haben, war der hier, aber der ist auch ein Verkaufskandidat. Dann nehmen wir doch einfach erstmal den. Hat aber ein Problem. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Okay, Raumschiff beschädigt. Ne, da müssen wir... Okay, das war jetzt, glaube ich, ein Fehler, dass ich gemacht habe, weil jetzt natürlich das ganze Raumschiff-Inventar weg ist. Blöd. Das werde ich danach machen sollen. Das hätte ich wirklich danach machen sollen. Ah, okay, das Raumschiff selber ist ja nicht weg. Da kommen wir, glaube ich, wenn wir unseren Frachter haben, dann kommen wir da einfach wieder ran. Das ist kein Problem. Fliegen erstmal hier mit. Dann haben wir erstmal nur das und unser Multiwerkzeug zu reparieren. Okay, wir brauchen ein hermetisches Siegel auf jeden Fall. Wir werden jetzt so nach und nach uns die Sachen hier angucken und sie reparieren. Wir haben ziemlich viel Geld, da sollte es auch kein Problem sein, dann das Kohlenstoff, die Kabelbäume zu bauen. Der hier wird Problem, aber der ist richtig gut. Wir brauchen dafür zwei Quantencomputer und zwei Solarspiegel. Das wird natürlich schon ein bisschen herausfordernd sein. Ich weiß nicht, ob wir die Sachen bauen können. Solarspiegel kriegen wir hin, aber dafür brauchen wir Gold und Silber. Das ist natürlich jetzt nicht hier. Okay, den kriegen wir also erstmal nicht hin. Kommt noch. Vielleicht können wir die Sachen noch einfach kaufen. So, hierfür brauchen wir Natrium. Das ist auch nicht zu wenig. Aber das ist schon drauf. Also ist schon repariert. Ist schon repariert. Okay. Es ist schon repariert. Das ist alles repariert. Das ist alles repariert. Hier brauchen wir das Ammoniak. Das haben wir. Hier brauchen wir Phosphor. Das haben wir. Hier brauchen wir Kupfer, haben wir auch. Hier haben wir Sauerstoff, das haben wir. Lebenserhaltungsgel brauchen wir dafür einmal. Das haben wir gerade nicht, weil wir kein Wasserstoffgelee haben. Und jetzt haben wir das. Und hier fehlt auch nur Kabelbaum. Das heißt, der Exo-Anzug ist soweit fertig. Dann gehen wir einmal aufs Multiwerkzeug. Hier brauchen wir... Also der war schon repariert. Hier brauchen wir ein hermetisches... Das haben wir auch. Genau. Den kriegen wir gerade nicht hin. Hier brauchen wir zwei Kunststoff-Nanrohre und 50 chromatisches Metall. Da können wir gerade nicht viel mitmachen. Oder schleppen wir die ganze Zeit noch unsere Raffinerie mit rum? Ich glaube nämlich nicht. Weil wir uns einfach an diesen Luxus gewöhnt haben, den hier zu haben. Dafür brauchen wir aber auch... Wir brauchen dafür chromatisches Metall. Das ist aber frech. Okay, das heißt, wir müssen einmal bauen. Eine tragbare Raffinerie. Wir müssen da ein bisschen Zeug reinmachen. Und dann brauchen wir... Kupfer. Machen wir aber jetzt mal nicht alles.
Ich glaube, das Portal brauchen wir jetzt zwar gerade nicht, aber... egal. Genau, gehen wir jetzt hier Schritt für Schritt durch. Dann fliegen wir in den Orbit, fliegen zur Station, holen uns da die ganzen Kabelbäume, die wir brauchen. Dann gehen wir zum Frachter, holen die Sachen aus unserem Raumschiff. Und dann geht's in den Nexus. Und dann gucken wir mal, dass wir... wenn wir dann soweit alles repariert haben, mit einem anderen, mit dem Raumschiff hier erstmal weiterfliegen. Also das Wächterraumschiff ist halt erstmal außer Betrieb. Und damit haben wir jetzt zwei Sachen, die ich eigentlich ganz gerne reparieren würde. Zwei Raumschiffe. War doof, mit dem Wächterraumschiff da einzufliegen im Nachhinein. Aber gut, ist wie es ist. Halt als erstes die... So, dann haben wir den nämlich wieder fit. Okay, dann brauchen wir hier chromatisches Metall. Dann haben wir nämlich jetzt auch den Blitzwerfer wieder verfügbar. Wir brauchen nochmal 40 chromatisches Metall. Dann haben wir jetzt doch einfach das ganze Natrium jetzt hier rein. Start. Macht er jetzt nicht. Warum nicht? Jetzt mach ich das. Oder hatte ich ihm das Natrium drin? Kann es sein, dass ich ihm das Natrium aus Versehen reingetan habe. Also das wird gemacht. Das kann rein. Wir brauchen zwei Glas. Die kriegen wir auch gleich noch hin. Ionenakkus müssen wir dann auch mal wieder basteln. Pucknium ist in dem Schiff. Okay, Pucknium war aber... glaube ich, von Tieren kriegen wir das. Dann brauchen wir... Glas. Zwei Stück. Und dann machen wir auch nur die zwei, die wir brauchen. So. Das waren zweimal Pucknium. Glas. Chromatisches Metall. Genau. Dann haben wir das jetzt soweit alles, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, wir fliegen. Ich möchte nochmal gucken, ob ich vielleicht das Raumschiff hier finde. Das wäre natürlich das Ideale. In dieser Richtung hier, meine ich. Mal gucken. Was ist hier? Da leuchtet irgendwas. Ja, okay, aber ich keine Chance haben, das zu finden. Das ist die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Okay, dann fliegen wir in den Weltraum. Ich möchte, glaube ich, doch erst zum Frachter, um zu gucken, ob es funktioniert. Probieren wir nochmal. Jetzt. Schon mal gut, dass das geht. Dann hoffe ich mal, dass jetzt hier wirklich, ja, sie schon brennen. Dass es jetzt ja auch wirklich funktioniert. Das ist aber nicht das richtige Raumschiff. Da sehen wir es qualmen. Jawohl! Hey! Da ist unser... Ah, sehr schön. Okay, ja, jetzt kommt das alles ins Inventar. Nee, doch nicht.
Das Bruckenium schon, das auch, das eigentlich nicht. Das kann eigentlich hier wieder rein. Und das Mordit eigentlich auch. Aber das Bucnium brauchen wir gleich. So, Multiwerkzeug. Kann man nämlich hier. Zack. Zack. So, dann kann das Bucnium auch wieder ins Raumschiff. Okay, dann können wir wieder zurück und uns das Raumschiff. Wie gesagt, ne, wir haben das bisher noch nicht so wirklich benutzt, deswegen wollte ich es gerne jetzt mal benutzen. Das finde ich halt optisch ziemlich cool. Und das ist halt auch ein Raumschiff, wo ich auch kein Problem damit hätte, das wegzutauschen. Halt, das war dumm. Oh nee. Oh nee, wir haben noch was vergessen. Nämlich das Modul. Egal, dann kommt das erstmal ins Raumschiff. Das jetzt wieder reinzufliegen. Ja, wir haben ein großes Inventar. Genau, dann nächster Schritt ist einmal der hier. Dann machen wir es doch in einer etwas anderen Reihenfolge. Machen wir rückwärts. Kein Problem. Trotzdem wirklich ärgerlich, dass es jetzt gerade das Wächterschiff ist, was es jetzt hier getroffen hat, sag ich mal. Aber gut, kann man nichts ändern. Kann man nichts ändern. War lange nicht mehr hier. Nada! Erster oder letzter? Wie dem auch sei, willkommen, reisender Entität. Ist immer an Bord unseres Zuhauses willkommen. Wir versuchen, Nada vom Atlas zu erzählen. Wenn du mir etwas sagen musst, reisender Entität, will Nada es nicht hören. Du bist an Bord unseres Zuhauses willkommen. Lass Nada in Frieden. Komm. Der will nichts von uns wissen. So, dann würde mich jetzt aber nochmal interessieren. Nee, mit dem will ich nicht reden. Und zwar, ob man hier jetzt, was unser Weg in die Euklid-Galaxie zurück wäre. Ich werde da jetzt den Teufel tun und das machen. Aber hier noch keine Basis haben. Aber das müsste hier zum einen hier rüber gehen. Ah ja, und wir kommen hier auch an jede Raumstation wieder ran. Ja, also es ist nichts verloren. Nur wir würden aktuell, wenn ich da jetzt eine Reise mache, würden wir nicht wieder zurückkommen in die Eisentam-Galaxie. Oh, warte mal. Quantencomputer müssen wir noch lernen. Das wäre noch sinnvoll. Können wir schon. Instabiles Plasma brauchen wir nicht. Ach komm, wir lernen mal den Atlas Pass V3. Ach, hier gibt es ja auch noch eine ganze Menge. Ja, okay. Da haben wir noch einiges zu tun. Ein bisschen was haben wir ja schon. Kennen wir schon. Aber gut. Den würde ich aber trotzdem gerne irgendwann auch nochmal machen. Dazu müssen wir aber in ein grünes System. Wäre dann auch wieder etwas, wenn man mal Zeit hat. Oh Mann. Es wird niemals passieren. Ja, mal gucken. Irgendwann vielleicht mal. Aber mein nächstes Ziel ist ja wirklich, und da ist ja klar, ne? Da arbeiten wir gerade darauf hin, diesen neuen, den neuen Content zu haben, mit den Robotern.
Ach ja, so ein Camp müssen wir dann auch noch finden, bevor es da auch noch irgendwie weitergeht. Also es bleibt genug zu tun. Es bleibt genug zu tun. Okay. Raumstation. Wichtig. Das ist nämlich dann unser Weg hier in die Eisentam-Galaxie momentan. Zählen. Wie viel brauchen wir denn? Wir brauchen 1, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elf. Oh. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Wir haben einige Sachen noch nicht installiert. 19, 20. Wenn ich mich nicht verzählt habe, brauchen wir 21 Stück. Wir sind 2 Millionen weg, gefühlt. Mal gucken, ob das wirklich jetzt so ist. Die waren auf jeden Fall schweineteuer. Was hab ich gesagt? 20? 21? Meine 21. Ah, oh, zum Glück gibt es ja auch so viele. Na, nur 1,4 Millionen. So. Und es war noch nicht alles repariert hier. Gucken wir gleich mal, was dann alles fehlt. Erstmal tun wir die Kabelbäume hier rein. Also wenn wir nochmal einen Galaxiesprung machen, dann werden wir uns da auf jeden Fall besser darauf vorbereiten. Das ist die Frage, ob man den Artemis-Übersetzer überhaupt braucht. Wenn wir mal keinen Platz mehr haben hier für Sachen, dann ist es auf jeden Fall das Erste, was rausfliegt. So, ist jetzt hier alles repariert? Nein. Wir brauchen 100 chromatisches Metall. Okay, 100 chromatisches Metall brauchen wir auf jeden Fall noch. Okay. Okay, wir brauchen 100 chromatisches Metall und wir brauchen 2 Quantencomputer und 2 Solarspiegel. Ansonsten scheint das jetzt hier alles zu passen. Waren doch 20. Perfekt. Und das ist auch gut. Oh, das kaufe ich jetzt. Komm, alles. So. Dann haben wir den nämlich auch fertig. Dann ist hier wieder alles repariert. Und dann brauchen wir jetzt nur noch 2 Solarspiegel. Und die haben wir hier. Und dann haben wir alles wieder repariert. Puh, das war eine Aktion. Okay. Dann wäre der nächste Schritt, eine Spur von Metall zu Ende zu machen. Nicht dieser Planet. Aber dieses System... Wir brauchen
einen Paralysemörser. Okay. Das haben wir. Dann brauchen wir 2 die Wasserstoffchili und 2 hermetische Siegel. Kein Problem. Haben wir. Die Wache hat eine Position eines Kampfläufers ausfindig und gemeint von der 4. Koordinaten. Nicht dieser Planet. Aber das ist hoffentlich hier. Aber das werden wir dann beim nächsten Mal herausfinden. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, beim nächsten Mal geht's dann mit dem Metall weiter. Bis dann.